Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erklär mir mal die Welt. Heute wollen wir über das BAföG sprechen. Dazu haben wir uns Oliver eingeladen aus dem Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen. Hi! Ja, hallo. Jetzt klappt's. Herzlich Jetzt hat es willkommen. funktioniert. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir wollen heute ein bisschen zusammen über das BAföG sprechen. Ich erkläre kurz, worum es bei Erklär mir mal die Welt geht. Es ist ein 20-Minuten-Format und wir quatschen immer mit 4 Fragen über ein kompliziertes Thema. Und der Gast, der wird dann immer sagen, ja, uns die Welt erklären, das Thema erklären. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Oliver, du bist Bundesvorstand, also du bist im Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen und du hast super viel Ahnung zum Thema BAföG. Und da möchte ich dich super gerne mal befragen, denn das BAföG ist letztens auch wieder durch die Medien kursiert. Bevor wir darüber sprechen, über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, würde ich dich gerne erstmal fragen, wie sieht das BAföG jetzt gerade aus? Wo sind gerade Probleme? Wo sind Lücken? Wo werden Menschen benachteiligt, wenn es um das BAföG geht? Genau, ja, das kann ich gerne versuchen zu erklären. Also ich finde erstmal das Format sehr cool und dass wir heute über das BAföG sprechen. 2021 ist nämlich ein ganz besonderes Jahr für das BAföG. Das wird dieses Jahr 50 Jahre alt, feiert also sein 50-jähriges Jubiläum. Das ist damals eingeführt worden, 1971, noch unter Willy Brandt. Da ist es als Vollzuschuss gestartet. Also anders als heute, wo man eine Hälfte als Zuschuss bekommt und die andere Hälfte als Darlehensanteil, die man zurückzahlen muss nach dem Studium, ist es 1971 als Vollzuschuss gestartet. Das heißt, man hat 100% BAföG bekommen und musste nichts zurückzahlen am Ende des Studiums. Damals haben ganze 45%, also fast die Hälfte der Studierenden BAföG bekommen. Also damals hat das BAföG einen wichtigen Beitrag zur sozialen und zur gesamtgesellschaftlichen Öffnung der Hochschulen geleistet und ist damals als wirklich sozialdemokratische Erfolgsgeschichte gestartet. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Studierende heute noch BAföG bekommen, ich habe die Zahl vorhin mal rausgesucht, dann sind das erheblich weniger. Mittlerweile bekommen laut der letzten BAföG-Statistik unter 12% der Studierenden leider nur noch BAföG. Also mittlerweile unter 12%. Damals, 1971, waren es noch 45%. Das ist also ein heftiger Einbruch. Die Zahl derjenigen, die BAföG bekommen, ist seit 2013 jetzt schon rückläufig. Das ist also ein Trend, der sich fortgesetzt hat über die Jahre. Und mittlerweile sind wir da auch auf einem wirklich historischen Tiefstand. So wenig Leute wie derzeit haben noch nie BAföG bekommen. Das ist schon erschreckend. Und das, obwohl die Zahl der Studierenden im Gegensatz sogar angestiegen ist. Das heißt, eigentlich hätte die Zahl der BAföG-Geförderten auch in die Höhe gehen müssen, ist sie aber nicht. Eine weitere ziemlich problematische Entwicklung ist, dass die Ausgaben des Bundes für BAföG-Leistungen über die Jahre hinweg auch immer weiter rückläufig sind. Ein ganz drastisches Beispiel ist das Haushaltsjahr 2019, was ich mal rausgesucht habe. 2019 waren im Bundeshaushalt eigentlich ganze 1,5 Milliarden Euro für BAföG-Leistungen vorgesehen. 1,5 Milliarden, also das ist ein ziemlich heftiger Brocken. Und 2019 sind 900 Millionen Euro von diesen 1,5 Milliarden Euro nicht ausgegeben worden. Und das liegt vor allem halt an der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU. Und ist super schade, weil mit diesen 900 Millionen Euro hätte man so viel jungen Menschen ein Studium ermöglichen können. Ja, aber die sind dann einfach verfallen, diese Haushaltsmittel. Das ist super traurig. Und noch ein drittes Problem, zu geringe Fördersätze und Freibeträge. Die Bedarfssätze bleiben nach wie vor einfach schlichtweg hinter den realen Lebenshaltungskosten zurück. Und die Einkommensfreibeträge sind auch noch viel zu gering, was vor allem zeigt, dass die Zahl der Geförderten oder was offensichtlich darin wird, dass die Zahl der Geförderten einfach nicht steigt. Deshalb müssen die auch dringend angehoben werden, obwohl das über die letzten Jahre schon schrittweise passiert ist. Da sind die Einkommensfreibeträge an die Bruttolohnentwicklung herangeführt worden, aber es reicht eben noch nicht, da muss mehr passieren. Um die Liste vielleicht noch ganz kurz zu vervollständigen, was es so an Missständen im BAföG gibt. Es gibt auch immer noch eine Altersgrenze und das BAföG ist auch ganz strikt an die Regelstudienzeit gekoppelt. Ja, das zeigt vielleicht ganz kurz, das BAföG ist als sozialdemokratische Erfolgsgeschichte wirklich gestartet. Aber durch jetzt mittlerweile 15 Jahre Union im Bildungsressort wurde das BAföG halt einfach heruntergewirtschaftet. Das kann man nicht anders sagen.
Das ist auch jetzt unter der Corona-Krise nochmal wie unter einem Brennglas eigentlich deutlich geworden. Und benachteiligt werden davon vor allem natürlich Kinder aus finanziell schwachen Familien, die dann aus Angst vor Verschuldung oder aus Angst vor den krassen Rückzahlungsmodalitäten gar kein Studium beginnen. Und natürlich auch Menschen, die Angehörige pflegen müssen oder Kinder betreuen. Und ja, das ist super schade, dass denen das BAföG gerade nicht so hilft, wie es eigentlich könnte und sollte. Jetzt hast du am Anfang noch super viele Zahlen genannt, deswegen vielleicht mal kurz, du hast auch sehr viele Wörter genannt, die vielleicht viele nicht kannten. Deswegen frage ich mal jetzt ganz konkret, wenn ich zum Beispiel BAföG beantragen möchte, was bedeuten all diese Probleme, die du aufgelistet hast, jetzt für mich ganz konkret oder für Studierende ganz konkret, die BAföG beantragen und dann ja mit Hinblick auf die Probleme, die du eben genannt hast? Genau, also das bedeutet ganz konkret, dass viele Leute, die BAföG eigentlich bekommen könnten oder auch bräuchten, um ihr Studium zu finanzieren, leider gerade gar nicht bekommen, weil die Voraussetzungen viel zu hoch sind. Das BAföG kommt also nicht wirklich bei den Leuten an, die es eigentlich bräuchten. Und das ist mega, mega schade. Jetzt gab es vor einigen Wochen ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Was hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt konkret gesagt zum BAföG und was bedeutet das jetzt für das BAföG und für die Politik rund um den BAföG? Genau, das war ein ziemlicher Paukenschlag tatsächlich. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund deiner Frage. Im Mai hat das Bundesverwaltungsgericht über eine Klage einer Studentin quasi verhandelt, die juristisch gegen ihre BAföG-Bescheide vorgegangen war. Sie hat es damit begründet, dass der Bedarfssatz für Studierende, also die Höhe des BAföGs, die sie bekommt, viel zu niedrig ist und damit gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Das war ihre Begründung. In der ersten und in der zweiten Instanz ist sie damit noch gescheitert. Die haben ihr quasi nicht recht gegeben. Ganz anders jetzt das Bundesverwaltungsgericht. Das fand, dass da was dran ist und hat formuliert, dass sich aus dem Grundgesetz die Pflicht des Staates ergibt, dass allen jungen Menschen ein gleichberechtigter Zugang zu staatlichen Ausbildungsangeboten gewährleistet sein muss. Dazu zählen natürlich auch Hochschulen. Das heißt, das Bundesverwaltungsgericht findet, alle jungen Menschen, ja, die das wollen, sollen auch die Möglichkeit bekommen, an Hochschulen, an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zu lernen. Und der Staat muss ihnen das auch ermöglichen. Ja, und deshalb ja, muss der Staat dafür sorgen, dass Kinder, die aus Familien kommen, wo Eltern ein geringes Einkommen haben, unterstützt werden und auch so unterstützt werden, dass sie dann den Zugang zu den Bildungsangeboten auch haben. Ganz interessant ist, das Bundesverwaltungsgericht hat noch nicht entschieden, ob die BAföG-Sätze jetzt zu hoch oder zu niedrig sind, weil sie konnten gar nicht erkennen, wie sich das BAföG überhaupt zusammensetzt. Also das Bundesverwaltungsgericht findet, dass das BAföG untransparent ist und das ist es auch. Die RichterInnen konnten nämlich nicht erkennen, welcher Teil von BAföG ist jetzt eigentlich, um meine Ausgaben zu decken, wie Miete, Strom und so weiter, und welcher Teil des BAföG soll dafür dienen, um meine reinen Ausbildungskosten zu decken. Das ist also nicht so klar ersichtlich. Das hat das Bundesverwaltungsgericht bemängelt und deshalb das Ganze jetzt ans Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegeben. Das Bundesverwaltungsgericht selbst ist nämlich nur ein Fachgericht, das höchste Fachgericht, und kann nicht selber darüber entscheiden, dass das BAföG verfassungswidrig ist, sondern das kann nur das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt nach Karlsruhe geschickt, damit das Bundesverfassungsgericht nun darüber entscheidet. Genau, und ich finde den Beschluss sehr, sehr erfreulich. Es hat eigentlich das bestätigt, was wir so Hochschulgruppen über Jahre hinweg schon gesagt haben, und zwar, dass das BAföG einmal ziemlich intransparent ist und dass dann auch die Höhe der BAföG-Zahlung zu niedrig ist. Ja, und ich bin sehr gespannt, was das Bundesverfassungsgericht jetzt entscheidet. Ich verfolge das. Und ich würde mich aber natürlich auch freuen, wenn die Politik nicht erst das Urteil abwartet, sondern jetzt schon agiert und quasi dem zuvorkommt, jetzt schon die Bedarfssätze und die Freibeträge anhebt, ja, und nicht erst auf das Urteil wartet. Du hast gerade schon angesprochen, die Juso-Hochschulgruppen haben jetzt sich schon seit Jahren dafür eingesetzt, dass das BAföG mal angehoben wird. Was machen die Juso-Hochschulgruppen noch in dem Bereich? Also wofür kämpft ihr ganz konkret? Sprachkäse? Und was würde sich ändern, wenn all eure Forderungen durchgesetzt werden würden?
Genau. Vielleicht noch mal ein Fakt vorneweg. Das Bildungssystem in der Bundesrepublik ist einfach leider noch sozial super selektiv. Das heißt, der eigene Bildungserfolg, der eigene Bildungsweg hängt immer noch massiv vom Geldbeutel des Elternhauses ab. Vielleicht noch mal ein Beispiel, um das deutlich zu machen. 27 von 100 Kindern aus Familien, wo die Eltern nicht selber eine akademische Ausbildung genossen haben, finden dann im Laufe ihres Lebens den Weg an die Hochschule. Während das in Familien, wo die Eltern selbst studiert haben oder eine akademische Ausbildung bekommen haben, ganze 79 von 100 Kindern sind. Also da ist ein ganz großer Zusammenhang zwischen, haben die Eltern auch schon eine Hochschule besucht, haben die Eltern irgendwie eine gute finanzielle Situation. Das hängt ganz sehr auch mit dem eigenen Bildungserfolg zusammen. Und das ist halt sozial super selektiv und das darf nicht so bleiben. Genau, mit dem BAföG existiert ja damit eigentlich schon ein Instrument, was quasi eine staatlich finanzielle Unterstützung darstellen soll und das auch auffangen soll. Das tut es aber leider nicht. Das wird an den Zahlen deutlich, die ich schon genannt habe. Das wird daran deutlich, dass viele während ihres Studiums noch einen oder sogar zwei, drei, vier oder was weiß ich, wie viele Nebenjobs ausüben müssen oder halt auch gar kein Studium beginnen. Ja, und das darf nicht so sein. Deshalb setzen wir uns kurzfristig dafür ein, dass die Fördersätze, dass die Freibeträge und dass die Wohnpauschale im BAföG auch endlich mal angehoben und an die wirklich realen Lebenshaltungskosten angepasst wird. Vielleicht, um es kurz zu nennen, die Wohnpauschale liegt derzeit bei 325 Euro. Also gerade in großen Studienstädten wie zum Beispiel Berlin, München kann niemand von 325 Euro ein Zimmer bezahlen. Das ist also längst überfällig, dass da mal was passiert. Und mittelfristig wollen wir, dass das BAföG quasi komplett unabhängig vom Einkommen der Eltern ist und als Vollzuschuss quasi gezahlt wird. Also man bekommt 100% BAföG und muss davon keinen Cent zurückzahlen. Und bei der Berechnung wird das Einkommen der Eltern wird da gar nicht gebraucht, das spielt gar keine Rolle. Das ist quasi unsere Vorstellung vom BAföG der Zukunft, um auch allen, die das wollen, halt wirklich die Möglichkeit zu geben, ein Studium anzufangen. Es gibt da noch viele kleine Stellschrauben, die man unbedingt stellen muss. Zum Beispiel die jetzige Altersbeschränkung im BAföG muss weg. Teilzeitstudium muss einbezogen werden. Ein Zweitstudium muss auch gefördert werden können. Und natürlich so Übergangsphasen im Leben, zum Beispiel zwischen Bachelor und Master, die können bis heute nicht gefördert werden und man hängt dann so richtig in der Luft. Das ist also Kacke, da muss sich was ändern. Und natürlich auch für Menschen, die Angehörige pflegen, die Kinder betreuen oder die schwanger sind, für die muss es auch erhebliche Verbesserungen geben, damit die auch finanziell einfach abgesichert sind. Ja, und ganz konkret würde das eigentlich heißen, dass viel mehr junge Menschen ohne finanzielle Sorgen und ohne Angst vor Verschuldung studieren können. Genau, und das ist das, was wir uns vorstellen. Davon ist im Zukunftsprogramm der SPD zur Bundestagswahl auch schon echt vieles drin. Einiges fehlt noch, das könnte da auf jeden Fall noch mit rein. Was aber auf jeden Fall ganz deutlich geworden ist, dass es die SPD auch in der Bundesregierung braucht, weil ohne die SPD in der Bundesregierung wäre beim BAföG gar nichts passiert. Ja, deshalb. Das BAföG ist halt ein sozialdemokratisches Herzensanliegen auch einfach. Damit komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Du hast es eben schon angesprochen für die Zukunft. Deswegen greife ich das nochmal auf. Was wünschst du dir denn jetzt für die Zukunft? Nicht nur von der Politik, das hast du super gut auch schon uns erklärt, was du dir von der Politik wünschst, was in der SPD schon drinsteht, was die Juso-Hochschulgruppen machen. Heute ist irgendwie der Wurm drin hier mit dem Sprachkäse. Aber was wünschst du dir auch, was würde mich super interessieren, von der Gesellschaft, also von mir, von Menschen, die vielleicht nicht in der Politik drin sind. Was können wir machen, damit es mit dem BAföG vielleicht in Zukunft auch besser läuft? Genau, also wenn ich das versuchen würde, ganz kurz zu beantworten, würde ich mich freuen, wenn das BAföG jetzt irgendwie nach 50 Jahren oder der 50. Geburtstag ist ja irgendwie auch ein ganz guter Zeitpunkt, um irgendwie nochmal zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, dass wir das BAföG jetzt fit für die Zukunft machen und dass alle Menschen, die das auch wollen, die Möglichkeit haben, an einer offenen, an einer demokratischen und an einer nachhaltigen Hochschule ein Studium zu beginnen und das auch abzuschließen. Die Juso-Hochschulgruppen kämpfen schon lange dafür und ich freue mich
über alle, die diesen Kampf mit uns gemeinsam kämpfen wollen. Es gibt zum Beispiel in diesem Jahr ein ganz großes Aktionsbündnis zu 50 Jahren BAföG. Da wurde auch eine Petition gestartet und alle, die das wollen, können das zum Beispiel gerne unterschreiben und natürlich auch am 26. September die SPD wählen, damit das auch alles dann umgesetzt werden kann. Hoffentlich in der neuen Bundesregierung unter, ja, unter Olaf Scholz. Wir kommen schon zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt erzählen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe? Ich finde das ganz cool, dass du das hier machst und dass wir irgendwie auch über das BAföG sprechen. Es ist für viele junge Menschen ein existenzielles Thema und ein super wichtiges Thema. Gerade Studierende sind in der Pandemie irgendwie lange in der öffentlichen Debatte nicht so richtig vorgekommen. Und ja, deshalb freut mich das umso mehr, dass wir jetzt auch über Themen hier sprechen, die junge Menschen und vor allem auch Studierende ja brennend bewegen einfach. Herzlichen Dank für die Infos, die wir von dir bekommen haben. Danke, dass du hier im Live drin warst. Und danke an alle, die zugeschaut haben. Es kam eben auch schon die Frage, ja, das Video wird gleich noch gespeichert und nochmal auf IGTV hochgeladen. Das heißt, man kann sich das immer anschauen und FreundInnen und Bekannten schicken. Und ja, damit verabschiede ich mich und wünsche dir, Oliver, und allen, die zugeschaut haben, einen wunderschönen Restnachmittag. Danke dir, das wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss.